4. September 2021. Das ist die Speerspitze des Automobilbaus auf Holzbasis. Wir sind bei Holzmobil und das ist tatsächlich ein MAN, ein TGE mit Slide-Out aus Holz. Mit was? Slide-Out? Ja, er hat ein Slide-Out drin. Das, was du hier siehst, ich habe eben noch gesagt, er hat es gut versteckt. Das ist ein kompletter Slide-Out. Und wenn wir gleich mal reingehen, dann wirst du ein Raumgefühl kriegen, wie in einem großen Liner. Und das ist komplett echtes Holz. Ich werde so ein Fan von Slide-Out, ne? Mm. Denn es erweitert den Raum natürlich ganz massiv und das ist ein kompletter Slide-Out. Wow. Der ist noch nicht ganz fertig? Nein, das ist Showcar. Der ist auch, wir haben am letzten Tag, wo wir sogar hochgefahren sind, haben wir noch dran gearbeitet. Der wird jetzt in den nächsten paar Wochen fertig werden. Wir haben das ganze Konzept, das Engineering ist abgeschlossen, die Planung, aber die Verarbeitung wird jetzt in den nächsten Wochen noch komplett fertiggestellt. Klär mich auf, wenn der Slide-Out rein und raus gefahren wird, ist das schwierig, geht das elektrisch, wie funktioniert es? Also wir sind jetzt hier in der 3,5-Tonnen-Kategorie, das heißt, er hat inklusive Tanks hat er 3,1, also 3,1 Tonnen. Das ist so, dass wir den manuell führen, also in dem Fall jetzt hier bei der leichten Variante. Auf Rollen dann, oder? Genau, auf Rollen. Da wird sich auch noch hier unten dran an der Mechanik, wird sich jetzt beim Endprodukt noch ein kleines bisschen was ändern. Und ja, da kann man quasi, dann muss man halt tatsächlich manuell betätigen, geht aber recht leicht und die Verriegelung kommt auch noch rein. Bei den größeren Varianten, wenn wir dort den Slide-Out mit reinnehmen wollen, dann geht es natürlich auch über mechanische, über automatische, also quasi über Aktuatoren halt. Ja, ich schaue es mal gerade. Also das, vielleicht nochmal kurz zum Hingucken, ist ein Wohnmobil, das nahezu bis auf die Rahmenkonstruktion komplett aus Holz gefertigt ist. Und das ist echtes Holz, was wir hier außen sehen. Genau, also hier haben wir jetzt nicht diese Beschichtung wie beim anderen Fahrzeug, das wir gerade gesehen haben von uns, sondern hier haben wir eine geölte Oberfläche. Die muss man dann jährlich einmal sauber machen und entsprechend nachölen. Okay, das könnte, es könnte auch jeder Schreiner machen, theoretisch. Ich kann ihn irgendwo abgeben. Also Profis, die sagen, ich mag das nicht machen, selber. Geht. Genau, theoretisch geht es, ja. So, praktisch auch. Oder? Ja, wir können es auch zu uns bringen und wir machen. Das meinte ich, okay. Ja gut, es kann ja sein, ich komme aus Hamburg und ihr seid im Schwarzwald. Genau. So, einmal im Jahr. Dichtigkeit, was ist oben am Dach drauf? Oben auf dem Dach ist der gleiche Aufbau wie beim anderen Fahrzeug. Wir haben unsere diffusionsoffene Membran und dann haben wir unten drunter einen Holzträgeraufbau. So, das Wasser kann ja auch nicht stehen bleiben, ist wahrscheinlich so gefertigt, dass es immer abfließt, oder? Genau, aber da kann nichts passieren, also die Folie hält sowieso, also das spielt eigentlich keine Rolle, ob da was steht oder nicht, auf dem Dach jedenfalls. So, wir werden es gleich mal sehen, Slide-Out, Länge von dem Aufbau? Länge von dem Aufbau sind 6 Meter und wir haben in der Breite auch wieder 2,14 Meter hier. Aber eben beliebig änderbar, nur muss man... 6 Meter, das heißt ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug, relativ hoch. Ihr habt hier vorne eine Besonderheit, hier vorne ist sogar der, ich nehme an, ist ein Alkoven, der ist auch aus Holz. Genau, der ist auch aus Holz, das ist im Prinzip hier eigentlich teilintegrierte Variante, da ist es quasi unten mehr oder weniger offen. Jetzt kann man quasi sagen, okay, man lässt es komplett offen, hier haben wir jetzt sogar ein Bett drin, das ist im Prinzip flexibel. So, ich zeige es mal gerade hier vorne, habt ihr foliert. Ja. Das steht ihm auch ganz gut, das heißt, man kann das optimal an die Holzfarbe anpassen. Ja, also ist auch so, diese Farbe hier ist die Holzfarbe, die wir stellenweise haben. Das werde ich gleich zeigen, dieses rote Holz, was man dort sieht, das ist die Naturfarbe vom Holz und so haben wir auch die Fahrzeugfarbe dann dran angelehnt. Ja, ihr habt die in der Vermietung, das ist natürlich gemein, denn die Leute, die sowas gemietet haben, daran Interesse haben, können es auf Herz und Nieren testen. Das beginnt wann mit der Vermietung? Nächstes Jahr werden wir die ersten Fahrzeuge haben. So, ihr habt ganz viele Aluprofile an der Seite reingemacht, damit das Ganze sehr steif ist. Du sagst, hier klappert nichts, oder? Nein, hier klappert nichts. Du siehst hier übrigens jetzt auch dieses rote Holz. Das ist eben die Naturfarbe von dem Holz hier. Das ist die Naturfarbe? Das ist die Naturfarbe, wobei das jetzt hier auch eine Sonderausstattung ist. Also ich habe vorher gesagt, eben die 3,5-Tonnen-Kategorie, die geht sogar circa bei 150.000 Euro los. Wobei das jetzt nicht genau für diese Ausstattung hier gilt. Da müssen wir die Nachkalkulation erst noch laufen lassen. Ja, 3,5 Tonnen, das ist das Ziel von ganz vielen Menschen, gerade wenn du in der Schweiz bist und so weiter. Ja, da gibt es ja nicht so den alten Dreier oder so. Große Nachfrage. Wie ist die Reaktion auf der Messe auf die Fahrzeuge? Ist sehr gut. Also die jungen als auch, sage ich mal, ältere Kunden nehmen das sehr gut an. Ja, das ist einfach eine Geschmackssache, ob man jetzt, sage ich mal, eher so diesen hellen Aufbau möchte, wie es bei unserem größeren Fahrzeug, was wir da ausgestellt haben, gezeigt wurde. Wobei man die Ausstattung ja quasi auf das größere Fahrzeug auch übertragen kann. Das spielt keine Rolle.
Das hier ist jetzt einfach mal was Neues. Wir wollten wieder, sag ich mal, eins oben drauf setzen und was Neues zeigen. Ja, es ist euch gelungen. Es wirkt ein bisschen edler. Die Hölzer, ich meine, ihr seid ja alle aus dem Schreinerhandwerk da. Könnt das machen und die Tür bitte mal schließen. Auch da gibt es einen besonderen Sound, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Das klingt. Ja, so muss das klingen. Kein Klong oder irgendwas. Cool. So, ihr habt hier eine Rundumkamera installiert. Genau, wir haben eine 360-Grad-Kamera dran. Kriegt kann man bei allen Modellen dazu nehmen. Und hier. So, das Lichtdesign ist natürlich steuerbar. Unten die Farbe. Farbe variierbar, genau. Was ist das für ein Holz jetzt in dem Fall? Das ist jetzt Schwarznuss und Amaranth. Aha, cool. Schwarznuss und Amaranth. Und auch der Boden hier ist echt, ja. Natürlich. So, auch jemand den Geruch einfach mal. Wenn du dich direkt mal reinsetzt dort hinten, sei mal so lieb, dann stehst du nicht im Weg. So der. Denn ich muss mal hier den Raum trotzdem mal zeigen. Wir sind auf 6 Meter und ihr seid die Raumweltmeister. Also ihr habt Wohnmobile gemacht, bei dem alles natürlich an der Seite ist und jetzt ist der Slide-Out ja draußen und das schafft Raum, oder? Absolut, aber wir haben auch noch Raum hier drin, wenn der Slide-Out drin ist. Er geht dann zum Beispiel bis circa hier Hälfte ungefähr kommt der Slide-Out rein, also ich kann dann immer noch quer auf dem Bett schlafen. Das Bett hat in der Länge jetzt hier 2 Meter. Ich kann es aber vergrößern auf 2 mal 2 Meter, sodass ich dann längs schlafen kann. Mhm. Aber ich kann es auch eben, wenn ich längs schlafe und eingefahren bin, zum Beispiel wenn ich mal irgendwo eine kurze Pause machen möchte, kann ich hier ohne Probleme auf 2 Meter Bett schlafen. Boah, ist das was. Auch angeschnallt sein. Ja, das sind zwei Gurtplätze. Ja, das Ganze muss ja beim TÜV. Ja, was sagt der TÜV denn, wenn die sowas sehen? Die sind mit uns sehr zufrieden. Happy. Ja. Wie viele Leute habt ihr beschäftigt? Übrigens hier diese, ja. Man sieht auch wieder den Holzrahmen. Also vorher hattest du ja die Fenster angesprochen und hier haben wir jetzt eben einen Holzrahmen. Ne? Also das ist jetzt ein Holzfenster. Oh ja, ist ein Holzfenster. Haben wir mal eben eingefasst. Ja, und halt möglichst schlanker Rahmen. Von außen sieht man den ja quasi noch sogar noch deutlich reduzierter. Ja. Als du auf die Idee kamst, hast du gedacht, das ist zu realisieren? War das vollkommen klar? Wir haben einfach angefangen, vor circa 6, 7 Jahren haben wir angefangen, einfach zu entwickeln für uns selbst und hatten auch Spaß dran. Und ich selber habe auch ein Ingenieurbüro, von dem her ließen sich da, sage ich mal, die Moderne. Also ich selber bin Informatiker und Wirtschaftsingenieur und habe ein entsprechendes IT-Büro. Und habe da auch Ingenieure und so haben wir halt einfach alle miteinander ein bisschen unseren Hirnschmalz da reingesteckt und es funktioniert sehr gut. Hier haben wir jetzt übrigens diese Fingerzinkenverbindung, ja? Ja, zeig mal. Also das kann man jetzt hier auch zum Beispiel auch rausnehmen. So, das ist jetzt höchste Kunst, denn das Ganze ist ja auf einen Millimeter gefertigt. Ja, genau. Genau, das ist cool. Genau. Ich lieb das Understatement hier, weil das alles, was du siehst, ja, geht eigentlich gar nicht, weil das ist so aufwendig, so genial. Also wir sprechen ja hier auf kleinsten Raum. Das heißt, ihr habt euch so viel Gedanken gemacht, wie man den Raum nicht zu klein macht, oder? Schau mal, hier ist zum Beispiel auch eine Wölbung drin. Das ist eine Wölbung? Ja. Also ich weiß nur, das wird irgendwie feucht gemacht. Das habe ich mal gesehen. Aber wie ihr das genau macht, wollt ihr mir ja nicht sagen. Ist ja nicht aus dem Vollen gefressen. Viele verschiedene Sachen. Ich zeige dir drin noch was anderes sogar auch. Ja. Spiegel ist drin. Auch hier drin. Ist nicht mal sauber. Ja, das ist ein Prototyp im Moment. Das heißt, ihr seid noch nicht fertig. Bei dem noch nicht, genau. Genau, hier ist der Fernseher hier oben. Ja, schau mal. Oh, Entschuldigung. Bitte. Nicht verklemmt. Ja, hier auch die Weserhaltung, auch aus Holz. Aus Holz? Ja. Oh, wow. Warte mal gerade, ich muss mal ein Stück rüber gehen, dass mein Licht da hinkommt. Boah, ich feiere dich so sehr. Du bist so ein Held. Nein, allein auf die Idee zu kommen. Gut. Nein, ohne Witz, ja. Weil du musst natürlich als Informatiker, es geht ja auch um Prozesse, Algorithmen und so weiter. Das Ganze, ich sag mal, wird ja dann gebaut. Du musst dir ja vorher auch schon überlegen, was kommt wann, wie rein, außen, oben, unten. Wenn es mal drin ist, dann kommst du ja an bestimmte Dinge nicht mehr so leicht ran. Naja, das muss alles Hand und Fuß haben, auch mit der Kabelführung und sowas. Und das ist so, wir haben schon vor, das tatsächlich weiter höchst zu professionalisieren. Hier übrigens jetzt die Alpine-Ausstattung auch sichtbar. Auch hier haben wir wieder Mastervolt-Stromanlage drin, auch Induktionskochfeld, Alpine-Ausstattung. Wir haben hier 8 bis 10 Lautsprecher, 2 Subwoofer. Also hier drin kann man richtig ordentlich.
Dampf geben. Party machen. Und wir haben jetzt auch bei dem vorderen Fahrzeug hatten wir die Armaturen, quasi klassische Campingarmaturen. Und hier haben wir jetzt aber wirklich Haushaltsarmaturen drin. Mhm. Große Spüle mit drin. Das kann der Kunde ja im Zweifel mitbestimmen. Mhm. Kann sagen, hier, das gefällt mir ganz gut. Aber ihr gebt auch Tipps, was gut zueinander passt, weil wir haben ja, ja hier viele Farben, die gar nicht so easy zu kombinieren sind. Das muss ja am Ende des Tages, muss es ja auch noch gut aussehen. Es muss ein passendes Ensemble geben. Ja. Schau mal hier. Ja. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Warte, gib mir ein bisschen Zeit. Was könnte das sein? Das ist der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Ein Holzkühlschrank. Ein Holzkühlschrank. Ja, wir haben hier an der Seite haben wir einen Kompressor. Der kühlt dann dort entsprechend rein. Okay. Es ist so, das ist jetzt eine Variante, da ziehe ich das natürlich aus. Da verliere ich logischerweise ein bisschen die Kälte. Aber das geht auch mit Tür, das spielt keine Rolle. Das war jetzt Kundenanforderung, auch vom vorderen Fahrzeug quasi. Das ist ein Kühlschrank. Gut reinkommt. Ja, das ist ein Kühlschrank. Ein Holzkühlschrank. Also du kannst ja, wenn du den trennst, den Kompressor, ja, du kannst ihn egal wo hinsetzen und das ist dein Klimabau. Das heißt, ihr habt Klimabauer, die den dann komplett von Hand fertigen, befüllen wahrscheinlich, machen, wie man das so kennt. Ja, genau. Und dann haben wir hier aber im Prinzip auch beliebiges Volumen und beliebige Formgebung der Befüllung. Das war jetzt so gemein. Ich gucke da rein und denke mir, was will der jetzt von mir? Und du hast mich echt bekommen jetzt mit dem Kühlschrank. Er hat dich gespielt. Nein, das ist ja, ich habe da. Machst du mal diese Fragen doch. Du, ich habe ja schon viel, gesehen, aber ein Kühlschrank aus Holz. Das ist irre. Okay. Ist gut. Nee, es ist echt gut. Also es ist nicht irre, es ist einfach. Jetzt toppen wir das noch einen, ja, bitte. Einen Ticken. Ja? Also ich sage jetzt zu Ihnen, sage ich nochmal, aber jetzt nehmen wir das noch mit. Oh, wow. Shenandoah, geh mal rein. Okay. Also wir haben jetzt ins Holzwanne, gell? Da ist eine Holzpfanne. Ja. Die kann auch drin bleiben, natürlich. Die soll so bleiben. Natürlich. Natürlich. Boah, als ich das gesehen habe, das Video von der. Schau mal nach oben. Ja, da ist der Himmel. Das heißt, der Nachbar, der die Leiter hat. Der kann da mal reingucken, aber ihr könnt auch aus dem Spiegel. Gerne beim Duschen gucken. Ja, gut, man kann es ja auch mit irgendwas zumachen. Könnt ihr spiegeln, ja, ihr könnt es aus dem Spiegel. Also, da ist eine Plexiglasplatte drauf, den können wir auch verspiegeln. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber Nee. Du darfst unterbrechen, wie du willst. Und hier auch die Form, guck mal, die Form von dem unterhalb dem Waschbecken, das ist jetzt wirklich komplette 3D-Form. Ne? So, das heißt, da ist, ja, das ist Licht gewesen, dass da nichts wirklich im Weg steht, wenn du drauf bist. Wow. Das ist außergewöhnlich. Ihr wollt es aber wissen, oder? Das muss ja, ja, High Level ist unsere Anforderung. Wir hätten jetzt hier nicht, bräuchten jetzt hier nicht stehen, wenn wir nicht was Besonderes hätten. Ich meine, wir sind hier auf 6 Meter, das muss auch sehen. Und das Bad ist benutzbar im eingefahrenen Zustand, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Der kommt dann hier rein und dann habe ich hier immer noch, sage ich mal, mindestens ein Drittel, an dem ich mich an der Seite durchbewegen kann und auch halt nach wie vor schlafen kann. Die Küche kann ich trotzdem sehr gut nutzen. 6 Meter, überleg mal. Und 2,14 breit. Und 2,14 breit. Das heißt, du kommst in Italien auch überall durch, fällt's gar nicht gut, mit der Farbe fällt's auf, aber es ging ja auch viel schlichter, wenn man will, oder? Das heißt, nicht in dem Rot, nicht in dem Metallic. Absolut, das soll jetzt hier auch wirklich, sein. Also ganz ehrlich, das Ziel war, wenn die Leute hier reinkommen, sollen die nicht sagen, das will ich, sondern die sollen sagen, wow, das würde ich jetzt vielleicht so nicht bestellen, aber das haut mich vom Hocker. Genau, es geht um die Darstellung des Machbaren. So, und da geht halt wirklich viel. Das ist natürlich ein schöner Spiegel. Der macht ein bisschen dicker, oder? Oder dünner? Der ist geformt, den kann man auch gerade machen. Da muss man jetzt halt ein bisschen näher dran, wenn man sich da nicht verzerrt sehen möchte, aber der ist halt gebogen. Krass. Da siehst du jeden Pickel an dem Schirm. Aber das geht ja auch wahlweise. So, da ist jetzt was für eine Toilette drin? Das ist eine Trenntoilette. Da kann man jede beliebige Toilette reinbauen. Die ist nicht mal ganz zusammengesetzt. Aber da kann man quasi von außen einen Kasten, klassische Toilette, da kann man eine eben Trenntoilette reinmachen, da sind wir frei. So, das ist ein Schränkchen, ne? Genau, das ist ein Schränkchen. Geht das auf? Ja, drück mal drauf, bitte. Ah, ein Pushlock. Aber nicht irgendeins, sondern... Ja, überall die Klavierbänder, das ist natürlich wirklich toll. Und hier oben, das ist so genial. Das ist super. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Als ich das gesehen habe, euer Video von der CMT, da ist das Auto irgendwie auf der Straße gefahren. Ihr habt da so, ich habe dann auch nicht mehr so zugeguckt. Habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie ein Auto gebaut, das sieht aus wie Holz. Und habe schon nachgefragt bei meinem Baumarkt, ob sie noch ein bisschen Holzfolie haben. Aber das ganze Auto ist aus Holz. Ja, genau. Sehr cool. Und jetzt guck mal hier, also wenn ich jetzt das vergrößern will, ich kann jetzt hier elektronisch hoch und runter fahren. Ja. Fahre den dann runter und dann ziehe ich hier dieses Teleskopholz aus. Das werden dann quasi die Füße.
Dann kann ich das auflegen lassen, dass es auch wirklich stabil ist. Und das ist auch wirklich richtig stabil, auch der Tisch. Ja. Und ich kann hier zum Beispiel auch ausziehen. Das ist auch ein Bett, oder? Dort ausziehen und dann kann ich hier quasi diese Zusatzauflage freigeben. Genau, wenn du das nochmal gerade langsam machst, ich war nicht ganz drauf. So, das ist Teleskop, das Gleiche. So, kannst du rausziehen, okay. Genau. Und dann mache ich halt hier quasi die ganzen drei Teile, verlängere ich so, dass ich dann Zusatz auflegen kann. Und dann nehme ich hier oben im Prinzip das Zusatzstück raus. Und vergrößere dann so. Und normalerweise hätte ich jetzt hier auch eine Matratze drauf, die kommt noch. Dann kann ich hier oben drauf, kann ich auch schlafen. Das ist auch ein Bett? Das ist auch ein Bett. Eben weil wir hier vier Personen haben, hinten haben wir noch den Gurtbock drin, haben hier ein Bett, aber man könnte hier auch öffnen. Dann hätte man hier quasi dieses Teil integrierte. So, das liegt ja hier nochmal auf. Das heißt also, diese Stahlbänder haben ja keine Funktion, das soll nur halten, oder? Nee, die halten aber auch. Die halten auch. Also so. Das würde auch sogar ohne Auflage funktionieren. Statisch gesehen funktioniert das problemlos. Funktioniert das? Ja, genau. Denn hier diese Bänder hier unten, ich liebe ja die Klavierbänder. Das ist irgendwie, das wird irgendwie nicht mehr verwendet, weil es offenbar nicht so schön ist. Ja. Aber das hält, oder? Das hält, ja. Und du hast, guck mal, die Anzahl der Schrauben. Also wie gesagt, an Gewicht brauchst du bei uns im Betrieb nicht suchen. Also braucht man nicht lang suchen. Also da findet man genug über 100 Kilogramm an Personen, die da mal Probe liegen. Achso, ihr habt, ja klar, im Schwarzwald. Die sind alle kräftig und fest, 1,90 groß. Da sind wir selbst gute Tester. Boah, es riecht alles nach Holz. Also nach echtem, vollem Holz. Preis von dem, wie er steht, ungefähr? Was denkst du? Wir wissen es nicht. Ich würde jetzt wirklich im Kaffeesatz lesen. Ist da eine 3 davor? Nee, das auf keinen Fall. Also ich denke mal, wir sind hier auch im Sektor von 150 bis 200. Boah, du hast den Raum so toll genutzt. Ist der wintertauglich? Was würdest du sagen? Absolut. Ich hatte dir ja vorne gezeigt, das Salz, was noch oben dran war, beim anderen Video. Ich hab's getestet. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das, wir haben den, also diese Beschichtungsvariante haben wir 6 Jahre lang erprobt. Die haben wir unter Testmodellen auch mit Feuchtigkeitsmessungen ausprobiert. Da passiert gar nichts. Das hält wirklich wunderbar. Hier mit der Ölung, wir haben ja mit unserem 100-jährigen Holzbaubetrieb Erfahrung in Außenfassaden. Da muss man sich auch ein bisschen damit auskennen, aber das funktioniert auch sehr gut. Und wie gesagt, wenn man das jährlich pflegt, absolut kein Ding und definitiv wintertauglich. Also auch mit der Dämmung können wir ein bisschen variieren, je nachdem, wo man da so typischerweise hinfährt. Also alles kein Thema. So, das heißt, den Tisch kann ich ganz runterfahren, kann hier ein Bett bauen, habe denn insgesamt, sagen wir realistisch, 4 Schlafplätze. Genau. Ist ja auch ein 4-Personen-Auto. Ja. Optimales 2-Personen-Auto, oder? Genau, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dadurch, dass man jetzt hier den Grundriss, man könnte es ja auch einfach vergrößern und ein 4,5 oder 5,5 Tonnen Fahrzeug draus machen. Und dann hat man eben, man könnte sogar noch einen zusätzlichen Sitz hier unterbringen. Ich gehe nochmal kurz raus. Ich kann es gar nicht fassen, wie kurz das Auto ist. Denn es fühlt sich gar nicht so an, als wären wir hier auf 6 Meter Länge. Es fühlt sich an, als wäre es irgendwie viel, viel, viel größer. Und das ist ja irgendwie auch der Trick, den Raum so optimal zu nutzen. Wenn du mal gerade die Tür nochmal zumachst, bitte, Shenandoah, du kannst gerne rauskommen. So, das wollte ich dir eigentlich mal zeigen. Ist der vorletzte Tag der Messe. Das schlaucht ein bisschen die Messe oder ist schön? Nö, ist schön. Also wir sind ja freiwillig hier. Ich auch. Also mein Vater hat seinen Holzbaubetrieb, ich habe mein Büro. Also von dem her ist es eigentlich mehr Hobby sogar. So, und das ist ganz neu. So, das ist jetzt ein Prototyp, ist noch nicht ausgebaut. Genau. Das ist eigentlich kein Prototyp. Das ist ein Kundenfahrzeug. Der Kunde verkauft auch hier mit uns. Mit dem hattest du ja gestern ganz kurz gesprochen. Ja. Der ist einfach hin und weg von dem Fahrzeug und der ist jetzt einfach noch nicht fertig gebaut. Aber hier haben wir jetzt die Holzfront. Also weiter oben haben wir auch diese diffusionsoffene Folie. Aber er wollte unbedingt, dass das Vorderteil auch aus Holz ist und das haben wir hier eben hingekriegt. So, und da kannst das du auch die Verzahnung sehr schön sehen. Weiß nicht, ob du so weit hochkommst. Warte mal. Aber da ganz oben sieht man die Verzahnung sehr gut. Genau. Diese Schwalbenschwanzverbindung. Die Schwalbenschwanzverbindung. So, du bist jetzt Informatiker und Ingenieur. Trotzdem mit dem Holzbau bist du natürlich auch hier stark beschäftigt, oder? Ja, mit dem Holzbau bin ich groß geworden. Ich helfe meinem Vater, seit ich 13 Jahre alt bin. Und habe einfach aber dann noch zusätzliche Interessen halt entwickelt. So, das Bett drin ist schon fertig. Das ist da, aber ansonsten überhaupt nicht ausgebaut. Nee.
Ja, jetzt hast du ja einen riesen Vorteil, du brauchst gar kein Marketing. Du musst die Dinger eigentlich nur hinstellen, die Leute machen Fotos, teilen es auf Instagram und so weiter und da kommen die Anfragen. Trotzdem ist es erklärungsbedürftig, denn viele denken jetzt, die Außenhaut wäre aus Holz. Nein, innen alles aus Holz, alles individuell, riesen Räume habt ihr geschaffen. Ich verweise übrigens auf ein zweites Video, was wir gedreht haben. Da kamst du mit dazu, das war dieser hier. Der Alkoven und da haben wir ein komplettes Video gedreht, auch nochmal rund 20 Minuten, wo wir alles erklärt haben und der ist jetzt etwas heller, muss man sagen, eher so, ich sag mal, Thema Skihütte, das Design und Chalet. Absolut Chalet, zeitlos, oder? Genau, definitiv. Chalet, da kann man sich auch eigentlich nicht dran satt sehen. Das ist einfach eine Geschmackssache. So, und der ist auch da. Also da gibt es ein eigenes Video zu. Ich halte nochmal ganz kurz rein, dass ihr das seht und verlinke das Video nochmal. Dass ihr das habt. Alles ganz hell mit ganz vielen genialen Gadgets, wie zum Beispiel einem Raumbad. Und ihr habt auch hier wieder mit dem Raum unglaublich, ihr seid unglaublich verantwortungsvoll umgegangen. Das heißt, also jeder Zentimeter ist genutzt, aber du kommst rein, du kannst drin tanzen und das gefällt mir ganz besonders gut. Man kann auch hier mit den Farben beliebig arbeiten. Also wir haben hier hunderte Farben. Beizungen und so weiter, die wir beim Holz verwenden können, über den wir da Akzente setzen können. Man sieht ja, der vordere ist ein bisschen dunkel geölt. Hier haben wir eigentlich farblich, ist quasi unbehandelt im Innenraum. Also da können wir uns zusammen mit dem Kunden austoben. Feedback auf dem Campingplatz, wenn du mal dorthin fährst. Ja. Erzähl. Offene Münder, also wir können eigentlich nirgends durchfahren, auch nicht durch die Städte, ohne dass sich die Leute umdrehen. Das war schon bei dem so. Es wird mit dem wahrscheinlich noch sag ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen stärker sein. Aber ja, wir sind auch schon ein bisschen an dem einen oder anderen Örtchen gestanden und haben es natürlich auch erprobt, logischerweise. Und also man kann ja, wenn man keinen Bock mehr hat, den einfach weiß folieren. Ja, genau. Wir können den auch anmalen. Also, das wäre das Schlimmste der Welt. Aber es geht eigentlich schon. Also unsere Erfahrung, wir hatten jetzt bis jetzt keine negativen Erfahrungen, aber wir wurden auch noch nicht so intensiv drauf angesprochen, sage ich mal sogar. Aber die Leute bleiben halt stehen und gucken sich's an. Die schauen auch erstmal, ist das echtes Holz, ist es eine Folie, ist es ein Plot oder sowas? Ja, wir hören ganz oft, kommen die Leute her und sagen, wow, was die Folien jetzt da mittlerweile können. Vor allem, da werden ja diese Autos, werden ja klasse, PKWs werden ja mittlerweile auch in Holz foliert. Dann denken wahrscheinlich die meisten, es ist hier das Gleiche. Krass. So, holzmobil.de, der Name ist Programm. Wohnmobile aus Handwerk mit Tradition. Wir sind auf dem 60. Caravansalon in Düsseldorf und exklusives Interview innen, außen, oben, unten zusammen mit dem Oliver Offenburger. Oliver Offenburger aus dem Schwarzwald. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten.